Heute zeigen wir euch eine Auswahl unserer handgedrechselten hölzernen Schälchen zum Räuchern. Ja, hier haben wir zum Beispiel Himalaya-Zeder, hier ist eine Rotzeder und hier ist eine Thuja-Schale. Und alle haben gemein, dass oben ein Sieb drin liegt. Genau, das ist hier eingefasst, damit es nicht runterrutschen kann. Und das Schöne ist, hier beim Räuchern, bei diesen Räuchermischungen speziell auch, dass man einen wunderbaren, reinen Geruch hat. Dadurch, dass man keine Auflageform hat, wie bei einer Muschel oder bei einem Stein. Und die Kräuter sozusagen atmen können. Durch Sieb bekommen die Räucher, die Räucherware von unten genügend Sauerstoff und brennt perfekt. Genau, man kann aber auch andere Sachen auf dem Sieb räuchern, wie hier zum Beispiel das Zedernholz oder Zedernadeln. Und man kann auch Sand einfüllen und kann dann hier andere Sachen, wie zum Beispiel hier den weißen Salbei oder Paolo Santo, genau, Hölzchen verräuchern. Und die sind wunderbar in der Hand zu halten oder auch in die Mitte zu stellen oder zum Rumgeben bei Zeremonien oder Kreisen. Und alles sind Einzelstücke und ihr könnt auch eins haben, wenn ihr bestellt.